Hallo, als erste Debatte haben wir ja jetzt von Talk to Enemy bekommen, in Deutschland gibt es keine Armut. Ich werde jetzt mal mit meiner Kamera losziehen und Berlin filmen und werde euch auf jeden Fall mal zeigen, dass es hier wirklich sehr viele arme Menschen gibt. Jetzt sind wir beim KDW angekommen. Auch in Deutschland gibt es Armut. Ich habe noch nie so viele obdachlose Menschen auf der Straße gesehen wie hier in Berlin. Sie verkaufen den Straßenfeger und betteln, um irgendwie in dieser Gesellschaft zu überleben. Ich frage mich ständig, wie kann es so weit kommen? Viele von ihnen verfallen dem Alkoholismus und haben es schon aufgegeben, gegen den gesellschaftlichen Druck anzukämpfen. Diese Bilder hat man in Berlin tagtäglich vor den Augen. Und dann stelle ich mir ständig die Frage, bin ich wirklich arm? Ist das zum Beispiel im Friseursalon, triffst du ja auch sehr viele Menschen. Und hast du da manchmal den Eindruck, sie sind gerade arm dran? Oder wie ist denn das? Im Grunde genommen, ich lebe am Existenzminimum. Und die Kunden, die zu mir kommen, die sind ja steinreich. Also das ist so, eigentlich bin ich total mit dem Luxus konfrontiert, den ich mir persönlich aber nicht leisten kann. Du verkaufst ihn Luxus, aber kannst nicht im Luxus leben. Ja, genau so ist das. Das ist ja eigentlich extrem. Und deine Arbeitskollegen sind ähnlich wahrscheinlich gestellt. Den meisten geht es ähnlich wie mir. Findest du, dass es in Deutschland Armut gibt? Also im Vergleich zu Bulgarien gibt es ja keine Armut. Finde ich Warum? nicht, weil man hier auf keinen Fall auf der Straße leben muss. Man kriegt ganz viele Sozialleistungen, man kriegt ein Dach über den Kopf, man würde noch einen Kühlschrank kriegen, was zum Essen. Also ich finde, dass es hier die Armut ist dann freiwillig sozusagen. Und wie ist es in Bulgarien? Da gibt es sehr viele arme Menschen da. Es gibt keine Sozialhilfe, es gibt kein Hartz IV. Also man kriegt ein Jahr Arbeitslosengeld und danach muss man selbst sehen, wie man an die Leute rüberkommt. Und wie hast du selber in Bulgarien gelebt? Na, sehr arm. Ich habe als Student mit, lass mal ausrechnen, 120 mit 60 Euro im Monat gelebt. Und mit wie viel Geld müssen eure Familien leben? Also meine Familie, meine Mutter bekommt momentan 200 Euro. Mein Papa kriegt, glaube ich, 250 und damit müssen wir gut auch über die Runden kommen. Wenn es den Deutschen so gut geht, warum gibt es dann eigentlich so viele Obdachlose hier? Na, weil die dann meist schon so verzweifelt sind, die Menschen, oder schon so psychisch labil sind, dass die sich diese Hilfe, die eben die Stadt eigentlich zur Verfügung stellt, nicht in Anspruch nehmen können, weil die entweder geistlich sie das nicht mehr schaffen oder weil sie einfach mal gegen das System sind, wie die ganzen Punks. So, das war jetzt mein Video und ja, was meint ihr? Gibt es in Deutschland Armut? Ich persönlich finde, ja, es gibt Armut hier in Deutschland. Wir haben sie wirklich täglich vor unseren Augen. Man muss bloß mal seine Augen offen behalten und auch an seine Mitmenschen denken. Für mich persönlich war das eine ziemlich heftige Erfahrung, muss ich sagen, durch die Straßen zu gehen und zu gucken, wo die Armut so ist. Mein Fazit ist es, in Deutschland gibt es Armut und ich finde, es muss noch viel mehr dagegen unternommen werden.